Let's go! Ich weiß nicht, ob du schon mal Frauen angesprochen hast auf der Straße. Nee. Jojo Gang, was geht? Jonas hier am Start für euch. Heute geht es um den besten Flirt-Coach auf YouTube. Es geht um den Kanal Flirtforschung. Ihr kennt sie, die High Status Coaches dieser Welt, die euch erklären, wie ihr Frauen ansprecht, Frauen kennenlernt, Frauen versteht und Frauen verführt. Einfach mal als kleiner Vorgeschmack ein paar Sekunden des Videos. Mit wem schlafen Frauen? Das solltest du als Mann wissen. Mit wem? Also wer schon so einen Titel schreibt, den kannst du doch nicht ernst nehmen. Nimm's mir nicht übel. Das kann man nicht ernst nehmen. Wem schlafen Frauen eigentlich, beziehungsweise was musst du tun, damit eine Frau mit dir schlafen will? Das ist eine Frage, die mir von Klienten immer wieder gestellt wird. Da, nein, ich bin komplett raus. Dieses Nä hat so gut gepasst. Wow, das ist so gut. Ich liebe diesen Humor. Nein, heute wird es richtig wild. Wenn ihr auch wissen wollt, wie man 20 Frauen in 8 Wochen klärt, bleibt unbedingt dran. Digga, wer 20 Frauen in 8 Wochen klärt, ist für mich einfach ein Opfer. Nimm's mir nicht übel. 2, 4, GUTS! Ganz kurz bevor es losgeht zum Sponsor des heutigen Videos, das ist mal wieder Blinkist. Blinkist ist eine App mit Zusammenfassungen von Sachbüchern. Man braucht so 10. Wir können keinen Hack. Kostenlos testen. Nochmal kurz hierzu. Wird? Ist das unangenehm? Kurz danach gefolgt von. Das war nicht schlecht. Naja, dafür callt ihn sogar jemand aus der Community out, wow, der das unseriös findet. Also eine Sache hier muss ich doch kritisieren, was mir in einigen Videos doch immer wieder auffällt. Deine Interaktion mit einigen Frauen, zum Beispiel durch Abklatschen oder wie hier sogar durchs Küssen am Anfang des Videos, die so rein gar nichts mit dem Video selbst zu tun haben, findet der Flirtforschung überhaupt nicht. Nee, das ist nicht unseriös, das ist einfach nur Fun, den wir ab und zu bei den Videodrehs haben. Aber... Alles klar, voll Fun, wenn man so plant. Pass auf, ich fang... Digga, das ist einfach so traurig. Und wie er dann versucht, sich zu verteidigen. Fang gleich an zu reden und du kommst einfach ins Bild und unterbrichst mich mit einem Kuss und dann tue ich kurz so, als würde ich den Faden verlieren und fang mich aber gleich wieder. Oh, das war völlig sponti. Dann war direkt klar, wow, diese völlig spontane, ungeskriptete Interaktion, die muss mit rein ins Video. Was ist denn hier die Alternative? Neuer Take? Einfach den Anfang ohne das hier? Es wird immer schlimmer, je öfter man es sieht, oder? How long do I have to look? Aber zoomen wir mal raus und führen wir euch durch ein besonders gutes Flirtforschungsvideo. 3 Anzeichen. Daran erkennst du, ob sie gut im Bett ist. Wow. Also die Titel sind aber auch generell, es ist einfach nur unangenehm. Und da fängt man sich an, sich zu schämen über andere Menschen im Internet. Und es ist ja nicht mal so, dass es nicht klappt. Die werden damit berühmt und so Leute leben von sowas. Indem man Scheiße produziert. So belastend. Yeah. Wir fassen euch das einfach mal zusammen und zeigen euch ein paar Ausschnitte. Erstes Anzeichen, das Tanzmerkmal. Mit Sätzen wie, da fließt's einfach anständig, wenn man eine Kellnerin anspricht und sie bewegt danach so die Hüften beim Laufen, dann ist glasklar. Die wird gut im Bett sein. Belastend. Einfach nur belastend. Dann weißt du, die steht auf dich. Einfach deswegen, weil du gerade ihre sexuelle Energie oder da, wo einfach die sexuelle Energie hinfließt, ein bisschen getriggert hast. Would you like to ride the bone train, miss? Das Haarmerkmal. Wenn Frauen eine interessante Haarfarbe haben, dann ist eigentlich auch schon alles klar. Denn Frauen mit grellen Haarfarben, die wollen einfach die Aufmerksamkeit. Und wenn du diese Aufmerksamkeit willst, dann hast du was in Richtung Narzissmus meistens. Und die ziehen dann halt ihren... Aha. Caro hat rote Haare. Ich mache mir da jetzt mal keine Gedanken dazu. Caro, du wurdest soeben exposed. Selbstwert daraus, wie sie vor anderen dastehen und dementsprechend wollen die dich dann im Bett einfach beeindrucken. Nicht meine Worte. Drittens ist intensiver und selbstbewusster Augenkontakt, weil eindeutig selbstbewusst, dann kannst du einfach gut connecten, ergo viel Leidenschaft und häufig. Ja, ja.
Summa summarum, das Video hat absolut Hand und Fuß und ist natürlich auf keinste Weise objektifizierend oder... Es ist einfach nur... Also, und mich verletzt es an der Stelle, dass... Warte, ich gehe mal hier mit der Facecam. 818 Likes. Schmerzt. Sowas schmerzt. Orangenhaare. Ist mir egal. Du hast eine grelle Haarfarbe, du wurdest exposed. Da kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Oberflächlich. Die generelle Konnotation, dass die Qualität von Intimität von äußerlichen Merkmalen ablesbar ist und auf eine Art Skillset auf der Seite der Frau rückschließen lässt, ist auch absolut fantastisch. Das gepaart mit ein bisschen Küchenpsychologie über Haarfarben und das ist fast schon Forschung. Das Logo, by the way, auch 5 Sterne, kommuniziert schön klar, der willst du sein, damit solche Frauen bei deinem Anblick Herzen in die Luft ausstoßen. Oh. Das ist mein Traum, Mann. In diesem Video geht es darum, wie man Frauen auf der Straße anspricht und, Ich habe diese MeToo- und Aufschrei-Kampagnen gesehen, wo irgendwelche Frauen durch die Straßen laufen und das dann nicht mögen, wenn sie angesprochen werden. Ja, genau. Was ist, wenn Frauen das vielleicht gar nicht wollen? Und ich kann dir dazu nur sagen, ganz ehrlich, es gibt eine kleine Gruppe von Frauen, die sind ein bisschen bekloppt. Ja, das sind radikale Feministinnen, so wie in jedem Bereich. Es gibt schwierig. Schwierige Aussage. Sehr, sehr schwierige Aussage. Immer Verrückte, ja. Und die sagen halt einfach nur, okay, Männer sollen mich auf der Straße nicht ansprechen. Warte, alle Frauen, die nicht, und wenn es auch respektvoll ist, in ihrem Alltag von Fremden angesprochen werden wollen, sind radikale Feministinnen? Ich meine, sure, es existieren sicherlich Frauen, die damit kein Problem haben oder das cool finden, aber was ist das denn für ein Stempel für alle, denen so eine Art von Kontakt einfach nur unangenehm ist? Die Videos von Flirtforschung haben übrigens konsequent viele Likes. Der Kanal hat über 100.000 Abonnenten. Und das tut weh. Das tut einfach nur weh. Okay, davon können welche gekauft sein, aber trotzdem. Man denkt, die haben sich 100.000 gekauft. Also es müssen Leute supporten. Abos und einige Kommentare aus der Community fühlen sich teilweise an, wie ich mir so latent frustrierte, betrunkene Ü40 runder Städtisch-Gespräche vorstelle. Liebe Herren, keine Angst, wir Frauen beißen nicht. An die Frauen, die sagen, keine Angst, wir beißen nicht. Also wir Männer beißen auch nicht, also sprecht uns doch auch mal an. Und dann lachen alle etwas zu laut, in der heilen Welt, in der man Rollenbilder noch mit wir und ihr kommunizieren kann. Aber das Beste zum Schluss. Flirtforschung verkauft natürlich Beratungssessions und Coachings. Wie man Frauen versteht, verführt und behält. Man muss ein Macher sein, um teilnehmen zu können. Der Sprech kommt bekannt vor. Leute. Ich habe jetzt den absoluten Trick. Okay, schreibt mit. Wenn ihr eine Frau behalten wollt, dann fesselt sie, steckt sie in euren Kleiderschrank. Die kommt dann nie wieder weg, wenn ihr es richtig macht. Empfehle ich nicht, aber ihr wolltet den Tipp. Ich möchte hier wenigstens ein bisschen true bleiben. Nachdem hier, der werte Herr Kollege sich leicht ins Aus manövriert hat. Heißt, that is coach. Aber dann geht's los mit den Testimonials von zufriedenen Kunden. Bis 27 Jungfrau hatte 20 Frauen innerhalb von 8 Wochen im Bett. Ich hatte in 6 Wochen 40 oder 41 Frauen. Wie kann man da drauf stolz sein? Wie kann man da drauf stolz sein? Ich hatte einen Dreier mit 2 Frauen und nicht einmal die Absicht, dass das passiert. Wilder Vorname. Sieht. Ich kann mich des Eindruckes einfach nicht erwehren, dass Frauen hier irgendwo die Rolle von Trophäen einnehmen. Ich weiß nicht, wie dieser Eindruck jetzt entstanden ist, aber kein Plan, das schwingt einfach so ein bisschen mit, finde ich. Das Schlimmste ist hier unten die Font. Autsch. Kurzer Real Talk. Wir wollen nicht behaupten, dass Flirtforschung nicht vielleicht einigen Männern aus ihren jeweiligen Perspektiven geholfen hat oder jedes Video auf dem Kanal so krasser, grelle Haarfarbe heißt gut im Bett Trash ist, aber wir finden das Welt- und Frauenbild, was hier kommuniziert wird, einfach nicht korrekt. Und diese Verbindung zwischen Selbstwertgefühl und Erfolg bei Frauen, die hier immer wieder betont wird, das wirkt auch einfach nicht gesund auf uns. Eine andere Sache ist uns auch aufgefallen. Viele Titel scheinen sich ganz bewusst an Menschen zu richten, die sich vielleicht ein gewisses, in
Anführungszeichen, Versagen vorwerfen. So nach dem Motto, deshalb läuft bei dir nichts, aber ich bin deine Rettung. Wenn ihr irgendwie wenig Selbstbewusstsein habt im Alltag, ein niedriges Selbstwertgefühl, holt euch im Zweifel professionelle Hilfe, auch wenn es vielleicht Überwindung kostet. Psychologen, das sind die Coaches mit fundierter Wissenschaft und jahrelanger Ausbildung im Rücken. Ansonsten, Self-Compassion ist viel wichtiger als Self-Confidence. Dazu haben wir euch mal zwei tolle Artikel in der Beschreibung verlinkt. So viel dazu, liebe Gang. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Habt einen richtig nicen Tag oder Abend. Schaut unbedingt nach links und rechts, bevor von irgendwoher ein plötzlicher Kuss anfliegt. Und feiert gut. Case closed. Einfach nur belastend.